Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Runde hier von der Beanscom 2018. Ein neuer Tag ist zu Ende gegangen. Wir haben uns viele verschiedene Spiele angesehen und natürlich gilt es, diese Spiele auch hier mit kompetenten und guten Redakteuren zu besprechen. An meiner Seite von den genannten Redakteuren Sandro. Hallihallo. Lieber Gregor. Und natürlich Simon Kretschmer. Hallo, yay. Simon. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen hier auf der Gamescom moderieren. Ich war bei der ersten Folge dabei. Da war ich leider nicht dabei. Ja, hab aber die Wartezeit dazwischen genutzt, um ganz viele Spiele zu sehen, damit ich jetzt richtig abfeuern kann. Das ist absolut. Im gleichen Bett aufwachen ist was anderes, als auf der gleichen Bühne stehen. Ja, wir trennen das Privat und Arbeit ist bei uns. Das ist absolut fantastisch. Ich weiß auf jeden Fall, dass du die Resident Evil 2 angesehen hast. Ja. Da willst du auf jeden Fall noch das ein oder andere dazu sagen. Du hast ja auch noch ein bisschen was angeguckt. Spider-Man zum Beispiel. Hitman 2 und noch ganz viele andere Sachen. Genau, und Gregor hat sich auch einiges angeguckt, unter anderem. Ich will dich nicht abwürgen, aber ich will direkt zu deiner Mats überleiten, damit du danach in aller Ruhe Zeit hast, um ein klein wenig zu sprechen. Das Spiel, das sich Gregor nämlich ganz zu Beginn angesehen hat, ist Left Alive. Und was er dazu zu sagen hat und was er sich da genau angesehen hat, das schauen wir uns jetzt an. Wir sind gerade bei Square Backstage, haben uns Left Alive angeschaut. Ich hatte den Titel noch so ein bisschen vage im Kopf, aber gerade erst mitbekommen, was es ist. Hattest du davon schon mal was gehört? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Als dann klar wurde, worum es geht, dass es irgendwie Teil der Front Mission Reihe ist, dann wusste ich, okay, dann hatte ich plötzlich auch ein Bild vor Augen. Aber die ganze Zeit dachte ich, warum sieht denn das Titelbild so aus wie Metal Gear Solid X oder so? Ja? Es hatte echt so einen Flair am Anfang, dass ich dachte, was erwartet uns hier? Ja, das war, sie hatten es vor, ich glaube, einem Jahr oder länger angekündigt und das ist der Zeichner von Metal Gear Solid, der Yoji Shinkawa. Das war's, ja. Und es gibt auch direkt so ein bisschen so ein Flair ab. Auch die Beschreibung, man ist in der Stadt eingeschlossen als Soldaten, die von außenrum belagert wird, komplett im Feindesgebiet. Das erinnert natürlich ein bisschen an, also von der Idee her an Solid Snake, so. Ja. Aber es ist ein völlig anderes Spiel. Ja, allein also das soll jetzt wieder die Rückkehr der Front Mission Serie sein ohne den Namen, weil die Leute mit Front Mission einfach Strategierollenspiele assoziieren. Das ist ja quasi Final Fantasy Tactics mit Mechas gewesen früher. Ja. Ich muss sagen, es gab schon einen Titel 2010, der nicht auf so Strategie-Gameplay gegangen ist und der ist ziemlich gefloppt damals. Jetzt haben wir wohl gesagt, okay, wir wollen weiter auf den Weg machen, so einen Third-Person-Shooter draus mit nochmal Wanzer, so heißen die Dinger dann, die Mechas-Elemente nochmal mit reintun, Kämpfe. Sieht passabel aus, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh, das ist mir wert, dass die schöne Strategieserie dann nicht mehr zurückkehrt. Nee, ich meine, man will ja auch nicht meckern, ne? Es ist ja auch noch nicht fertig, aber es sah halt echt nicht nach einem Spiel aus dem Jahr 2018 aus und es hat auch Framerate-Probleme, obwohl wir hier von kleinen Arealen reden und also insgesamt, es wirkte technisch leider ein bisschen altbacken, aber ich muss sagen, die Idee, wie Sie es so beschrieben haben, wie Sie sich vorstellen, dass das so Arena für Arena Sie eine Geschichte erzählen wollen, wobei man dann innerhalb der Arena völlig frei sich bewegen kann. Mal kann man stealthig agieren, du kannst in Mechs reingehen, du kannst aber auch dich durchballern. Es gab viele Items, die benutzt werden, wie Fallen oder Co. Also man kann craften. Ich denke mal, ist ein netter Mix und hat eine Chance verdient. Ich habe nur bisher, hat das Killer-Feature für mich gefehlt. Ja, ich würde hoffen, dass die noch mal ein bisschen mehr Politur, gerade was die Technik angeht, da reinpacken, weil die Features an sich, es ist so blöd, ne? Ich habe gestern Cyberpunk angeguckt, das ist natürlich ein komplett anderes Spiel, aber was die da auf dem Niveau so von Gunplay und Fallenstellen und Crafting gezeigt haben, ist ein bisschen schade, dass du so ein kleineres Spiel wie Left Alive damit automatisch im Kopf damit vergleichst. Muss nicht unbedingt sein. Ich würde auch gerne sowas spielen, wenn es mich irgendwie packt. Ich hoffe, dass ich nicht eben permanent daran denken muss, so,
ich hätte viel lieber ein Strategie-RPG. Das stimmt. Ich muss aber sagen, als jemand, der auch früher die Teile ab und zu gespielt hat, dass mir die Max an sich schon, oder die Wanzer, dass die mir sehr gut gefallen einfach. Und die Szenen, in denen man auch in einen reinsteigt und den steuert und gegen andere antritt, die haben mir auch gut gefallen. Also gerade so das Geschwindigkeitsgefühl bei einem Dash war ganz gut umgesetzt. Und letztendlich, wie gesagt, optisch nicht top-notch, aber es funktioniert. Also man kann schon Spaß haben, ja, damit. Ja, mal gucken. Wir werden dem eine Chance geben, wenn es rauskommt. Ich hoffe, dass die eben noch genug Zeit bekommen, daran zu schrauben. Und wenn der Metal Gear Designer dabei ist, hat man wenigstens schöne Poster zum Ausdrucken. Das ist schon mal sicher. Alles klar, das war's von Square. Sehr lustig, dass das so das maximale Material war, was bisher veröffentlicht wurde. Das hat man gemerkt dadurch, dass wir... Ja. Es war alles unter Verschluss, Simon, was wir gesehen haben, ne? Das stimmt, aber ich will auch nicht... Ich habe eben schon so ein bisschen negativ, aber mir tat das... Ich will nur noch einen Satz zu sagen, mir tat es echt leid, ne? Weil da waren diese super sympathischen japanischen Entwickler, oder? Waren Japaner. Ja. Mit dem Übersetzer, der sich echt Mühe gegeben hat, der schon eine kaputte Stimme hatte und so. Und dann haben die eine halbe Stunde erst erzählt und ihre Philosophie erklärt. Und du denkst schon, geil, jetzt kommt das Kick-Ass-Game so. Mhm. Der eine hat 10 Jahre dran rumgewerkelt schon. Und ich so, fuck. Und dann sah das halt total unspektakulär aus. War so ein ganz banaler Deckungsshooter in einem Gang. Okay. Und dann endeten sie, wo es quasi interessant wurde. Und später haben sie dann nochmal eine Szene gezeigt, die wirklich interessant war, wo sie mit einem Mac gekämpft haben. Die war auch, wie gesagt, okay. Mhm. Aber mir tat es richtig leid, weil ich saß dann so da und dachte die ganze Zeit, Gott, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und vielleicht wird es noch was. Vielleicht haben wir was sehr Frühes gesehen. Gibt's denn auch irgendwie Stealth-Elemente oder so? Ich meine, da ist ja einiges drin von Metal Gear irgendwie im Design, ja. Aber gibt's da auch gameplay-technisch ein bisschen was von... Metal Gear fast eher weniger, klar. Die Mechs beziehen sich eben mehr darauf, weil Front Mission ist eigentlich eine große Serie von Square, die ist aber so weit hinten, dass sich keiner mehr daran erinnern kann. Vielleicht haben die bewusst die Konnotation genommen, einfach dadurch, dass der Metal Gear-Designer dabei ist, dass man automatisch ein bisschen daran denkt, aber sie haben den Front Mission-Namen weggelassen. Das ist interessant. Ja, Stealth-Elemente, glaube ich, hatten die auch erwähnt, dass man eine Varianz haben wird, wie man da arbeitet, vor allem, wenn man mit dem Deckungsschild da unterwegs ist. Nur wie Simon es gesagt hat, es wirkte arg unspektakulär für das, was präsentiert wurde. Aber genau sowas, ich gebe es euch in Titel gerne mal eine Chance. Das war aber jetzt nicht so eine Blow-Away-Präsentation, wo wir gesagt hätten, geil, das ist der Geheimtipp. Vielleicht ist es ein Spiel, was mit der Zeit, wenn man reinwächst und rafft, wie es gedacht ist, richtig, richtig glänzen kann. Das will ich nicht ausschließen. Mhm. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum Release, um da halt zu polischen und das Ganze noch mal ein bisschen schicker zu machen. Die waren auch super nett, ey. Der Philosophie war auch voll gut. Ich wünschte denen ja, dass das geil wird. Aber bisher bin ich skeptisch. Gregor war relativ umtriebig, hat sich nicht nur Left Alive angesehen, Spiele geguckt, sondern auch Underworld Ascendant. Und was er dazu hält, das hat er sich natürlich auch angesehen. Und hier in dieser kleinen Summe auch noch zusammengefasst. Bitteschön. Mein letzter Termin für den heutigen Tag ist gerade vorübergegangen, aber es war noch mal eine schöne kleine Überraschung zum Ende, denn ich durfte mir Underworld Ascendant angucken. Ein Spiel von Leuten, die schon vor vielen, vielen Jahren den Dungeon Crawler auf dem PC salonfähig gemacht haben. Damals ehemalige Entwickler von solchen Spielen wie Ultima Underworld gewesen oder die bei Looking Glass bei der Firma mitgearbeitet haben, teilweise Leute auch, die bei Thief, bei den ganz klassischen mitgearbeitet haben, die sind jetzt mit dabei und machen ein Spiel, was quasi das neue Ultima Underworld ist, nur ohne den Ultima-Namen, weil der liegt noch bei EA, aber dafür haben die Kollegen jetzt hier quasi das Spielprinzip, die Namen des Universums und so weiter da und machen ein Spiel genau in dem Stil. Und ich habe schon lange nicht mehr einen schönen klassischen PC-Dungeon-Crawler gespielt. Solche Sachen wie Legend of Grimrock zum Beispiel oder noch früher, nimmst du Eye of the Beholder. Ne? Die waren vor ein paar Jahren so salonfähig, aber mittlerweile hast du das eher auf so Nintendo 3DS, Atrian Odyssey, solche Geschichten oder auf PS4 kommt sehr viel. Aber sowas wieder von einem westlichen Team zu sehen, was einen soliden Eindruck gerade gemacht hat, ja, grafisch ist es natürlich ein eher Lower-Budget-Spiel, hatten sie teilweise über Crowdfunding mitfinanziert, aber da war nicht so viel Geld zusammengekommen, um das Spiel letzten Endes komplett zu entwickeln. Jetzt durch den Publisher 505 Games kann es fertiggestellt werden und das ist echt ein Ding, was ich mir auf jeden Fall mal geben möchte. Einfach, weil es ein anderer Stil wird, weil Leute dran sind, die das Genre mitbegründet haben und sich jetzt hier mal austoben können. Und es wird nicht nur auf PC erscheinen, sondern auch auf Konsolen und auch tragbar auf der Switch sein, was für solche
Ja, ey, Dungeon Crawler ist perfekt. Kurz mal auspacken, irgendwo mal ein paar Stockwerke machen, ein paar Gegner besiegen, Zeug weghauen, Physikspielereien, die drin sind. Und das könnte ein kleines, nettes Ding sein, was ich auf jeden Fall auf der Switch drauf haben werde. Ich freue mich sehr drauf, wenn es erscheint. Und ich merke mir den Download schon mal vor. Aber jetzt gehe ich irgendwo schlafen oder ein Bier trinken oder beides. Oh. Oh. Ja, ja, oder beides. Ist das eigentlich ein komplett neuer Titel gewesen? Ich habe davon noch nie was gehört, Underworld Ascended. Wurde das jetzt im Rahmen der Gamescom angekündigt oder kurz vorher? Ist das eine Kickstarter-Kampagne? Was zum Teufel ist das? Also ich hatte es auch nicht wirklich präsent, aber der Entwickler meinte eben, sie haben es über Kickstarter finanziert. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht schon den Titel Underworld Ascended trug oder zumindest was. The New Project from former Looking Glass Developers. Auf jeden Fall habe ich auch erstmal bei Underworld geguckt und geschaut, weil ich kenne ja noch die und wie man Underworld kennt, ein bisschen von früher. Und dass die eine Chance bekommen, was mal, ich habe es in der Matz ausgeführt. Ich denke, das wird jetzt auf der Gamescom präsenter. Man konnte schon einigermaßen ausführlich spielen. Ich musste den Typen, der vor mir da in diesem Termin war, meine Zeit, ich musste dich leider raushauen, ne? Und der war schon traurig, da wegzugehen. Ich glaube, das hat so seine ganz spezielle Klientel, die da dran will. Es sah auch irgendwie schon sehr, also mich hat es angesprochen, obwohl Dungeon Crawler mich jetzt bisher nicht begeistert, aber das sieht so, das sah so farbenfroh und bunt aus, denn irgendwie jeder Raum schien so was Exotisches an sich zu haben. Ja, und so waren ein paar kleine nette Ideen drin, zum Beispiel. Wenn du abspeichern willst, du musst dir so einen Pflanzensamen holen und innerhalb des Levels musst du eine Stelle finden, wo Erde ist, und dann kannst du den Pflanzen von da aus weitermachen, zum Beispiel. So klein Krams, ne? Der kommt da zusammen. Ist das so ein Titel für dich? Ja, auf der Switch vielleicht. So wie Gregor gesagt hat, wenn es dafür kommt, kann ich mir es da vorstellen. Ich habe erst gedacht, es hat irgendwas mit dieser Filmreihe zu tun. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank hat es nichts mit Underworld zu tun. Vielleicht kommen ja immer noch irgendwelche Likantropen am Ende dann vorbei. Ja. Und Kate Beckinsale. Nee, aber höchstens auf der Switch. Da hätte ich Lust drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das auf der Switch wirklich laufen wird, weil das dann doch halbwegs okay aussah. Also mies sah das jetzt irgendwie nicht aus, oder? Der Trailer hat es natürlich schön aussehen lassen, aber ich glaube, rein von dem technischen aus her, das war kein Titel, der den PC richtig groß beansprucht hat. Das wird schon in Ordnung sein. Ich glaube, ein Titel, der den PC auch nicht großartig beanspruchen wird, ist Trials. Und das Ding ist natürlich eine Reihe, die bei Ubisoft ganz groß gehandelt wird. Wurde jetzt nochmal auf der letzten E3 nochmal angekündigt und gezeigt. Und natürlich hat sich das für diese Mats, der gute Budi, angesehen. Der ist aber nicht hier. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben trotzdem seine Gedanken konserviert, in ein Gefäß gepackt, zugemacht, das dann digitalisiert. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir uns jetzt an. Hass, Niedertracht, Gewalt. Gewalt an unschuldigen Gamepads, das alles ist eine Konsequenz von Trials. Trials ist in einer neuen Fassung am Start, beziehungsweise fährt sich schon mal warm, und das Ganze nennt sich Trials Rising. Am 13. bis zum 17. September startet eine Closed Beta, und die kann man sich online anmelden. Und dort wird das Hauptfeature dieser neuen Serie eigentlich rausprobiert, das ist der Multiplayer. Denn Trials Rising setzt sich ganz tief auf die Fahne, okay, das Spiel ist sehr, sehr schön, man kann alleine das Spiel hassen, wenn man nicht weiterkommt, aber es ist doch immer am schönsten, wenn man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Leute hassen kann. Und das wird in Trials Rising scheinbar ganz groß geschrieben. Der Multiplayer wurde ausgebaut und insgesamt verbessert. Es gibt verschiedene schwierige Areale, und jetzt ist es so, dass man wirklich die Ghosts seiner Freunde auch immer mitfahren sieht. Das ist eine ganz große Neuerung, eine, die sich auf jeden Fall viele Fans der Serie gewünscht haben. Das wird jetzt hier neu mit hinzukommen. Es gibt sogar einen Koop-Modus, ein Tandem-Motorrad. Das haben wir auch schon ganz kurz angespielt. Das war mega bescheuert, aber auch sehr lustig. Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Wir haben ganz kurz reingespielt. Ich habe direkt Frust gehabt, und das ist für mich, was Trials angeht, ein absolutes positives Merkmal. Trials Rising, das neue Spiel von Ubisoft, der Trials-Reihe. Ich freue mich tatsächlich da sehr drauf. Ich habe da nie großartig den Multiplayer gezockt. Habt ihr da grundsätzliche Berührungspunkte mit dem Titel gehabt? Ja, auf jeden Fall ist es eine geile Idee, jetzt Tandem reinzubauen. Also das war quasi eigentlich komisch, dass es so lange gedauert hat. Ja, da kann man sehr viel daraus machen, weil das steuert sich ja vor allen Dingen auch durch die Bewegung der Figur. Und da kann man zu zweit, wie man ja gesehen hat, auch, also, es sah lustig aus, ich glaube, so war es auch gedacht. Aber man kann da schon viel rumspielen und mit der Physik eben dann doch noch die letzten Meter rausholen, die vielleicht dann der Gegenüber wegen schlechtem Teamplay nicht hingekriegt hat. Ich freue mich schon drauf, wenn das eine Teamdisziplin im Beef wird. Das wird ich nicht. Warum öffnest du dieses Fass? Alles mit Beef freut sich eigentlich niemand drauf. Ihr könnt gerne auch nochmal auf YouTube die gestrige Show euch angucken, da hat Marco
Markus von Game 2 auch sehr ausführlich über Trials nochmal gesprochen, dass er sich angeguckt hat. Und ja, da gibt es nochmal ein paar In-Depth-Meinungen zusätzlich zu Booties. Alles klar. Markus hat sich da gestern schon ausgiebig darüber unterhalten. Das könnt ihr euch natürlich auf unserem YouTube-Kanal, unserem YouTube-Gaming-Kanal nochmal in aller Ruhe ansehen, wie beispielsweise auch zusätzlich die ganzen Interviews, die wir hier geführt haben oder noch verschiedene andere Meinungen von Simon, von Gregor oder vielleicht sogar auch von Sandro. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit einer weiteren Meinung von Budi. Der hat sich nämlich The Crew 2 und For Honor angesehen. Zwei Titel, die eigentlich schon lange draußen sind. Keine Ahnung, warum er sich die angesehen hat. Wahrscheinlich gibt es was Neues. Und was genau, das gucken wir uns jetzt an. See, it's a beautiful day for our September spectacular with ideal conditions out there on the track. The big question, will our latest breakout star, once a fresh-faced competitor, now a zero-to-hero Cinderella story, be able to hold the spotlight? Or will a new challenger rise up to steal it away? The Crew 2 Gator Rush. Das ist von den Machern von The Crew 2 die erste große Auskopplung von dem, was sie schon längst angekündigt haben, nämlich, dass The Crew 2 immer wieder weiter wachsen soll, mit immer wieder neueren Fahrzeugen, mit immer wieder neueren Arealen, die befahrbar werden sollen. Und bei Gator Rush kommt halt ein Vehikel neu hinzu, das gab es vorher in der Serie noch nicht, Hovercrafts. Die sind wir gefahren und die steuern sich so ein bisschen wie, kennen Sie noch Air Hockey? Dieses lustige Tischding, wo du diese Plakette drauf hast und da kommt Luft konstant von unten. Das ist physikalisch gesehen exakt der gleiche Effekt, den auch Hovercrafts haben. Also zumindest nach meinem physikalischen Verständnis. Und so steuern sich die Singer auch. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das jetzt den mega krassen Super-Fun bringt. Für Race-Enthusiasten wahrscheinlich schon, aber die mögen dann vielleicht dann doch auch die anderen Vehikel, die da sind. Eine neue Information, die kommt aber jetzt ebenfalls sozusagen zeitgleich mit Gator Rush mit raus. Es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad. Das wird für wirkliche Rennenthusiasten auf jeden Fall interessant sein. Mit Ace kommt ein neuer Schwierigkeitsgrad hinzu. Damit einhergehend, das haben uns die Entwickler gesagt, gibt es dann auch einen neuen Loot, nämlich dann Super Legendary Super Loot. Gelb ist der dann. Und ich glaube, ich habe die Entwickler gefragt, ob die das selber schaffen. Sie meinten nein. Das muss aber wirklich für die absoluten Hardcore-Leute sein, die wirklich nur perfekte Linie fahren. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das Ganze kommt auf jeden Fall noch am 26. September raus, so habe ich es verstanden. The Crew 2 Gator Rush, ab jetzt mit Hovercrafts. Wenn man halt keinen Bock auf Sumpfgegenden hat, dort finden ganz viele neue Rennen statt, dann kann man damit auch in New York rumfahren. Ja, Informationen. Ich kann nicht sagen, ich spiele gerade den Arcade-Modus von For Honor. Marching Fire. Ich spiele einen neuen Charakter. Shaolin-Mönch. Und ich krieg gerade halt einfach mega auf den Sack. Und das ist die dümmste Idee, Axel, von dir gewesen. Während ich mich hier wirklich, wirklich konzentrieren muss. Wirklich hier irgendetwas zu diesem Spiel sagen zu können. Aber der neue Arcade... Oh, es geht nicht. Ich habe keine Stamina mehr. Ich muss mich zurückziehen. Okay, es ist relativ einfach, der Arcade-Mode. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen und die netten Kollegen hier von DevTeam, die haben auch ganz klar gesagt, Epic ist schon einfach scheiße schwer und das ist die vorhärteste Stufe. Arcade ist relativ einfach zusammengesetzt, du gehst rein, hast verschiedene Schwierigkeitsstufen und kannst, je nachdem, es gibt so eine Art Modifier, die man zusätzlich dazu wählen kann. Ist wie ein Arcade-Mode, ist wirklich so, wie man die sich vorstellt und man kann einfach schneller gewissen Loot kriegen, entsprechend seinen Charakter aufleveln und wuppale, kriegt so verschiedene Möglichkeiten, seinen Charakter aufzuleveln. Hoppala, ups. Stamina zurückholen. Vier neue Charaktere gibt es auch nochmal mit dazu.
Yeah, easy peasy, aber ich habe vergessen zu sagen. Es gibt, die netten Kollegen sprechen hier selber von Infinite Battle Scenarios. Das bedeutet, es wird die Modifier, davon gibt es aktuell 30 Stück, die wir hier spielen können und testen können. Das ist sowas wie, du blutest immer und immer dann, wenn du einen Gegner killst oder einen Creep killst, kriegst du halt Energie wieder zurück. Das macht dann diesen Fun-Mode aus, das war als ein Beispiel, oder du regenerierst immer Health, ne? Und so gibt es einfach verschiedene Kombinationen, dann wurden die Maps, alle Level wurden auch nochmal angepasst und so entsprechend ergänzt sich der Arcade-Mode immer weiter. Das ist erstmal wirklich ein kleiner First-Look, während ich noch spiele, For Honor, Marching Fire, der Arcade-Mode. Kommt am 26. September, 26th of September, was right, right? 16th. 16th, okay, 16. September, dann kommt es raus, 30 Euro kostet das. Mal gucken, müssen wir es nochmal ein bisschen genauer angucken, würde ich sagen. Aber das schon mal als Ersteindruck. Dieser Booty, ey. Vielen lieben Dank, lieber Booty, für diese Eindrücke zu The Crew 2 und For Honor. Und ich habe in den Ablauf geschaut, musste erst einmal die Schaufel nehmen und ordentlich Platz machen für die folgenden Themen, die jetzt kommen. Denn der gute Simon und ich waren gestern bei Capcom. Darf ich vorher noch kurz was dazwischenhaken? Nur eine Information, eine Service-Information. Ich bitte darum. Die ich aus dem Chat habe. Das war mir nämlich auch neu. For Honor ist wohl auf Steam mittlerweile kostenlos. Das wusste ich nicht. Wusstest du das? Ich wusste das auch nicht. Wusstest du? Hm? Gut. Ich weiß nicht seit wann, aber ich hab's. Ist super interessant, weil der Chat immer weiß, wo gratis Sachen abzugreifen sind. Ja, die sind ja auch alle hier. Warum eigentlich? Wir werfen doch gar keine T-Shirts mehr raus seit Jahren. So, weißt du, warum die hier sind? Das andere Thema von dir sehen wollen. Weil die krasse Information von dir zu Resident Evil 2 hören wollen. Aber war das eine geile Anmoderation? Das war die Anmoderation, die ich brauche, um zu einem 50-Minuten-Monolog anzusetzen. Also. Nein, Ding ist, gestern lief ja schon mein Beitrag, da habe ich auch schon alles erzählt. Den könnt ihr euch gerne auf YouTube angucken, weil ich da auch mehr oder weniger alles zusammengefasst habe. Ich versuche es zu kürzen und nochmal kurz ein Fazit zu haben. Ich habe gespielt Claire Redfield, was ja interessant ist, weil in Resident Evil 2 gibt es ja zwei Charaktere, die beide Hauptrollen haben, die aber voneinander getrennt stattfinden, andere Charaktere treffen, komplett andere Storys erleben, natürlich in denselben Settings sind, aber es eben auch Bonus-Settings gibt, die es nur für diesen Charakter gibt. Ich erwarte, dass das noch ein bisschen ausgeweitet wird, weil was ich gesehen habe, ging schon sehr voneinander weg. Also ein Beispiel, was ich auch in dem Videobeitrag mal genannt habe, war der Bürgermeister. Du kennst den Bürgermeister aus Resident Evil 2. Kurze Erklärung, ist jetzt kein großer Spoiler, der arbeitet so ein bisschen mit Umbrella zusammen und hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass das Ganze überhaupt erst so eskaliert ist, weil er nämlich unter anderem die großen Waffen der Polizistenkollegen versteckt hat, weil er irgendwelche Codes versteckt hat und und. Er hat quasi Umbrella geholfen, das zu vertuschen. Und normalerweise hat er nur so eine kleine Rolle und taucht so in Texten auf oder kurz mal in einer Videosequenz und dann platzt da auf und es gibt eine unglaublich geile Gore-Szene. Und dieser Charakter hatte jetzt eine richtige Sprechrolle. Er war unglaublich widerlich. Er war so ein richtiger Fiesling, den du echt hast, ja. Und er hat uns als Claire Redfield Cheryl abgenommen. Das kleine Mädchen, die Tochter von William Birkin, die super wichtig ist, weil sie hat den Virus in diesem Amulett, weiß es aber nicht, um den Hals hängen. So. Uiuiui, das ist aber jetzt Spoiler-Gefilde. Komm, Virus, Schmierus. Es geht um Viren, es gibt zu viele, um sie alle zu nennen, alle machen Zombies. Man muss sagen, das Ding ist natürlich 20 Jahre alt, wir reden von Resident Evil 2, nur das, was wir bisher erlebt haben, es ist nicht exakt dieses Game, was wir damals gesehen haben. Genau. Es wird auch anders erzählt, weil ich glaube, das, was du jetzt gerade so von dir gegeben hast, wird nicht exakt so im Remake zu finden sein und eventuell kommen Sachen anders zusammen. Ich bin auch sehr gespannt, ich habe auch nur ein bisschen was von dem jetzt hier gesehen und mich muss man nicht mehr überzeugen, ne? Weil ich glaube, Capcom ist auf dem richtigen Weg. Im Ernst, ich war auch direkt... Ich wusste, dass egal wie das jetzt wird, ich trotzdem das Spiel lieben werde. Und ich habe nichts gesehen, was mich vom Gegenteil überzeugt hat. Um gleich eine Sache noch zu sagen, der Part, den ich gespielt habe, der war nicht so geil wie die Demo, die ich vorher gespielt habe, die man auch auf unserem Let's Play-Kanal gucken kann. Liegt hauptsächlich daran, dass es so eine klassische Endgegnersituation war mit William Birkin, das ist der Typ, ne, der ehemalige Wissenschaftler, injiziert sich den Scheiß direkt ins Herz, was soll passieren? Er mutiert. Er kriegt hier ein Riesenauge und hat als Waffe, wie im Original, warum auch immer, ein Bleirohr. Ich habe keine Ahnung, warum ein Rohr, ja, aber es war ein Kampf, er ist hinter uns hergelaufen in diesen Gängen, ja, die miteinander verbunden waren, wir sind abgehauen, haben auf ihn geschossen, sind wieder abgehauen und so weiter und das war's. Das war der Endkampf. Und das war ein bisschen langweilig, weil du kannst ja nicht viel machen. Du rennst halt ein paar Schritte, drehst dich rum, schießt.
jetzt kannst du nicht mehr im Menü nachladen. Das heißt, du musst dann eben weiterrennen, während des Rennens nachladen, noch ein Stück weiterrennen, umdrehen, schießen. Das machst du halt die ganze Zeit. Das ist also es wäre cooler gewesen, wenn sie irgendwelche Phasen eingebaut hätten. Irgendwas. Also es gab keine Phasen und es war, also ich meine, der Birkin ist danach nicht tot, sondern seine Phasen sind quasi verschiedene Endgegner im Laufe des Spiels. Aber es war einfach nicht spektakulär genug. Da waren einfach die anderen Sachen, die man gesehen hat, einfach um Klassen besser. Der Rest von dieser Demo, die ich gesehen habe, war natürlich super. Aber dieser Endgegnerkampf hat mich so ein bisschen gelangweilt zurückgelassen. Ja. Aber das ist wirklich das Einzige. Wenn ich Krampf habe, wenn mir jemand ein Tyrant an die Stirn hält und sagt eine schlechte Sache, dann würde ich die nennen. Okay. Eine kleine Info, das haben sie jetzt nicht in der Demo gezeigt, aber die Entwickler haben noch ein paar Sachen dazu bekannt gegeben. Ada ist natürlich klar auch Teil der Story. Die wird natürlich auch neu interpretiert und redesigned. Sie hat nicht mehr ihren langen chinesischen Dress, den sie vorher anhatte. Der ist so praktisch in der Apokalypse. Ja. Das rote Abendkleid, ohne das gehe ich nicht, flüchte ich nicht. Macht ein schlankes Knie. Ja. Hast du noch mehr angesehen, Simon? Also mehr Spiele jetzt? Ja. Hast du dir gestern noch speziell was ansehen können? Ich gucke kurz auf mein Handy, weil ich nichts vergessen will von dem, was ich gesehen habe, aber ich habe Cyberpunk gesehen. Da will ich aber nicht mehr viel zu sagen, weil wir haben für Messe TV quasi ganz viel, für die Gamescom TV haben wir das Wir haben es ja auch nochmal zusammengesetzt. Ihr habt euch zusammengesetzt. Der Ede hat 30 Minuten erzählt, das Spiel ist der Burner schlechthin. Unfassbar. Ich möchte mit den Kindern machen. Und ich möchte meine Rente für dieses Spiel ausgeben. Und ich möchte im Keller leben, auf einem Teppich, damit dieses Spiel es gut hat und warm hat. Und dass das Spiel Rente bekommt und ein schönes Ende hat, verstehst du? Ich möchte deine Rente auch ausgeben fürs Spiel. Es hat dir so viel gegeben. Es hat mir jetzt schon so, es ist wirklich ein toller Wunsch. Das Spiel hat alles, was du dir wünschst. Und wenn du sagst, wie wär's denn, wenn es das noch hat? Ich wette, das hat's nicht. Und dann zeigen sie dir genau das. Ja, und denkst, okay. Ich weiß halt nicht, ob das noch für diese Konsolengeneration kommt, aber nee. Heute kam ganz frisch die News, dass Cyberpunk jetzt in der Entwicklung zumindest von A bis Z komplett spielbar ist. Inklusive der Story. Was halt ziemlich abgefahren ist, weil man eigentlich gedacht hat, jetzt wir haben es auch vorhin spekuliert, Ende 2020 frühestens. Ich dachte wirklich, sie hätten nur dieses Level halt oder diese 50 Minuten entwickelt und jetzt bauen sie das Spiel halt drumherum quasi. Ist ja auch der Klassiker. Eine Arena, die funktioniert mit einer Mission und dann kannst du dich von da aus so weiterentwickeln. Und das ist halt abgefahren, dass du halt wirklich, also wenn man der News, und ich gehe sehr stark davon aus, dass man das kann, Glauben schenken kann, dass du halt wirklich die fertige Spielwelt hast und dass sie jetzt die Zeit nutzen können. Sie haben ja nicht mal einen Release-Zeitraum irgendwie bekannt gegeben, dass sie jetzt wirklich, ich denke, frühestens Ende nächsten Jahres, dass sie diese Zeit nutzen können, um einfach nur zu polishen, was einfach absurd ist. Das ist eine enorm große und gute Zeit, um genau das zu machen. Keine Ahnung, wie die Vision des Spiels dann letzten Endes insgesamt aussieht. Aber natürlich, wir haben jetzt vor ein paar Stunden nochmal darüber gesprochen. Das kann man sich auch auf dem Gaming-Kanal angucken. Das ist nicht das letzte Mal gewesen sein, wahrscheinlich. Gamescom TV und hier nochmal im Recap. Ich glaube, direkt schon am Dienstag sehr groß breitgetreten, das Thema. Ich glaube, das Ding wird ganz okay. Passabel. Es wird ganz okay. Aber es ist nicht schlecht, ein bisschen irgendwie die Erwartungen ein bisschen runterzuhalten irgendwie trotzdem, weil Es macht mir ein bisschen Sorgen. Ich bin da reingegangen mit solchen Erwartungen und trotzdem glücklich rausgekommen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin mit meinen Gedanken. Auch wenn du hier durchs Pressezentrum läufst und so ein paar Leuten einfach mal zuhörst. Genauso ist es. Ich will auch niemandem zu nahe treten. Ich finde es auch vollkommen cool und vollkommen in Ordnung, wenn die Leute das geil finden. Aber das ist schon fast, Cyberpunk wird so eine Religion. Das ist mega absurd. Aber ich gönn's den Leuten, wenn es das Spiel wirklich... Wenn der Spieler wirklich liefern kann. Wenn ich durch Opfergaben, menschliche oder tierische, den Release-Termin nach vorne verschieben könnte, würde ich drüber nachdenken zumindest. Gucken, wer von euch am entbehrlichsten ist oder so. Es ist wirklich so gut. Ich meine, braucht Sandro seinen rechten Namen nur, damit du es 3 Tage vorher spielen kannst? Das fragen wir uns alle. Dann lass es herausfinden, ob diese 3 Tage sich lohnen. Diese 3 Tage würden sich auf jeden Fall bei Devil May Cry 5 lohnen. Das habe ich mir auch bei Capcom angesehen. Während du dir Resident Evil 2 angesehen hast, ich hatte da sehr, sehr große Vorfreude. Ich habe es gespielt und fuck, das ist voll gut. Macht richtig viel Spaß. Das ist mega abgefahren, dass sie, glaube ich, auch sogar die Engine von Resident Evil 7 genommen haben, das nochmal auf Devil May Cry gemünzt haben. Es sieht unheimlich schön aus. Die Mucke ist super geil und on top genau auf dieses Gameplay gemünzt, dass du halt einfach so Nero hast, der auch so ein bisschen frech ist, der ein bisschen cool ist, der total on top inszeniert ist. Da kurze Frage, inwiefern ist er denn anders als Dante? Also,
all das, was ich jetzt gesehen habe zu Nero in diesen kurzen Trailern und so, es wirkt genauso wie halt der alte Dante. Ja, Dante ist halt cool. Dante ist einfach ein Badass. Ja, Nero? Und Nero ist halt so ein bisschen, der freche Dude noch. Dazu noch so eine, haut noch ein Kissen. Also ist Nero eher der DMC-Dante von diesem So in etwa kannst du dir vorstellen, nur noch ein bisschen besser geschrieben. Also dass die Gags so ein bisschen on-pointer sind, dass auch stellenweise Gags mit Bildsprache gemacht werden. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es denn noch so lustig? Hat es noch? Weil ja, das war immer mein Highlight in der Reihe. Es ist stellenweise, ja. Es werden sehr schöne Sachen gemacht, beispielsweise mit Schnitten und so. Dass du da, dass auch Schnittgags mit drin sind, dass der Dude einfach ein krasser Badass ist und das wollen die zelebrieren. Vom Gameplay bis hin zu den Cutscenes, bis hin zu den einzelnen One-Linern, die er hat. Du hast stellenweise so Taunt-Moves, wo du einfach auf L2 drückst und dann macht er irgendwas okay. Und da hast du halt verschiedene Dämonen und dann drückst du auf L2, dann zählt er so die Dämonen. Erst mach ich dich fertig, dann mach ich dich fertig, dann mach ich dich fertig und dann holt er so dann sein Schwert raus und dann haut er die alle tot. Wer ist denn der dritte Charakter eigentlich? Auf dem Cover sind ja drei Charaktere. Ja, rate mal. Ja, dunkle Haare? Ja, Virgil. Jetzt hat er die Haare gefärbt. Ja, natürlich färbt er die Haare. Natürlich kann es nur Virgil sein, verdammt nochmal. Ja, muss. Das weiß ich nicht. Was ich weiß, es hat sich unheimlich gut gespielt. Das Gameplay ist genauso, wie man es sich vorstellt. Du hast jetzt mittlerweile auch diese verschiedenen Arme. Und was ich komisch fand bei meiner Demo war, dass die Arme überall verteilt waren. Das waren quasi Power-Ups. Ich finde meine Unterhosen auch nicht immer. Ach, Gregor. Diese ehrliche Enttäuschung von dir. Du hast verschiedene Arme, die komplett so im Level rumliegen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so eine Art Feature war, dass es nur in der Demo gibt oder ob du diese Arme dann im finalen Spiel kaufen kannst. Das hat sich ein bisschen weird angefühlt, aber du kannst diese verschiedenen Arme einsammeln, dann hast du so eine Art Loadout und die Arme spielen sich halt verschieden. Du hast verschiedene Power-Attacks, du hast halt auf einmal so einen fetten Laser, den du da absondern kannst und damit Gegner bekämpfen kannst. Du hast einen Arm, wo du dich ganz schnell von vorne nach hinten dashen kannst und teleportieren kannst, um so nochmal extra Schaden zu machen, um deinen Counter noch weiter nach oben zu treiben. Die Musik peitscht dich währenddessen an. Dann kommt ein Bosskampf und dieser Boss ist einfach mal 7-mal größer als du und dann haut er auf den Boden und dann geht der Boden kaputt und dann ändert sich die Stage und dann denkst du dir, fuck, was soll ich jetzt machen? Und dann denkst du dir auch, fuck, da hinten sind neue Arme, da gehst du den Arm und dann bekommst du ein neues Feature und dann... Und dann kannst du zwei Features miteinander kombinieren. Capcom hat ihn. Ja, er ist safe. Es ist gut. Über den Horizont. Es ist glaube ich, ganz gut. Aber dann darfst du dich, Elias, nicht über die Begeisterung von Sandro zu Cyberpunk aufregen. Nee, natürlich nicht. Aber ich gehe jetzt nicht durch die Hallen und jeder sagt, dass Devil May Cry 5 das neue Highlight der Videospiele ist. Ja, aber du hast mir das gerade wirklich schmackhaft gemacht. So beim fünften Teil von irgendeiner Reihe, wo man nicht jeden gespielt hat, ist man jetzt nicht mehr so begeistert. Aber tatsächlich werde ich mir jetzt danach nochmal angucken. Ach, du freust dich da zu sehr drüber. Ich find's wirklich absolut großartig. Ich bin da mit einem fetten Grinsen rausgegangen aus der Gameplay-Session. Konnten leider nicht mehr allzu viel sehen. Ich glaube, insgesamt 30 Minuten konnte ich insgesamt spielen. So ein bisschen ein Tutorial gab es da auch. Und das Highlight war dann halt dieser Bosskampf, wo der halt so ein bisschen dich nochmal gefordert hat und versucht hat, dich abzufragen, was so die neuen Features angeht. Und dann natürlich auch dieser Levelwechsel, dass man dir auch nochmal gezeigt hat, okay, die Umgebung verändert sich dynamisch. Und on top, da hast du nochmal so einen kleinen Abschnitt gehabt, und wo das dir einfach nochmal demonstrieren sollte, okay, das sieht einfach mega fett aus. Und da haben sie nochmal mit Licht gespielt und so. Es sieht einfach, es ist schön, es hat Charakter, es hat Charme und es bleibt einem sofort im Gedächtnis. Und allein deswegen freue ich mich riesig, wenn es dann im März 2019 rauskommt. Um das mal ganz anderes Thema, was aber auch passt, zu sagen, es ist ja auch eine Kunst, eine gute Messedemo abzuliefern. Absolut. Wo alles gezeigt wird, wo man sagen kann, wir haben eine geile Grafik, wir haben eine neue Engine, hier sind die Features, da werden sie sinnvoll benutzt. Und das ist übrigens noch ein Dialog. Das ist mega aufwendig. Und trotzdem haben sie ja noch Sachen, wo man nicht genau weiß, wie sie sind. Die beiden anderen Charaktere werden sich ja wahrscheinlich anders spielen. Ja. Und du hast wenig gesehen bisher von Dante, der am Ende des Gamescom-Trailers irgendwie ein Motorrad auseinander nimmt und Dante, damit dann kämpft einfach. Dante also da wird es doch mal viel mehr geben. So. Dante's Part ist ein Kart Racer, ganz eindeutig. Ja, das kann auch sein. Warum nicht? Devil May Kart. Warum nicht? Karty May Cry. Devil May Kart? Karty May Cry. Karty May Kartface. Es wird nicht besser jetzt. Naja. Was haben wir noch, Elias, für coole Sachen? Genau, wir waren nicht die Einzigen, die sich Spiele angesehen haben. Der gute Nils, der hier im Vorfeld nochmal schön ein Bühnenprogramm gemacht hat, der hat sich auch einiges angeguckt. Und darunter war natürlich, wie jedes Jahr auch, FIFA 19. Und was er davon hält, wie Simon schnarcht, ob Nils schnarcht, das schauen wir uns jetzt an. Was ist zu FIFA zu sagen? Es gibt ein paar neue Features, die habe ich aber nicht so wirklich gespürt, muss ich sagen. Es gibt so eine Schussunterstützung,
die einem dabei helfen kann, dass den Schuss besser zu timen, dass er dann besser wird, mächtiger, kräftiger, präziser. Und es gibt verschiedene neue Features, es gibt hier diese Journey. Und für mich ist es bei FIFA immer so, jedes Jahr aufs Neue. Erst im Laufe der Zeit kristallisiert sich für mich raus, ob das ein besseres FIFA ist oder ein schlechteres, weil alles drumherum ist mir eigentlich relativ Wumpe. Für mich zählt das, was auf dem Platz passiert. So, wie fühlt sich das Spiel an? Fühlt sich das an wie ein besseres Fußballspiel im Vergleich zu FIFA 18? Darauf kommt es im Grunde für mich an, weil am Ende des Tages zocke ich dann eh irgendwie 2-on-2 oder irgendwie mit Kumpels und da sind mir dann diese Justierung in den Modi und so relativ egal. Und da brauche ich echt viel Spielzeit, um zu sagen, okay, die Physik ist besser oder das Zweikampfverhalten ist besser. Allgemein fühlt sich das irgendwie als ein besseres Spiel an. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit einem Ersteindruck für FIFA. Dafür habe ich leider nicht lang genug gezockt. Ich habe so 2-3 Partien gemacht. Aber es macht Spaß. Es ist FIFA. Es ist nicht verhunzt, sagen wir mal so. Es ist nicht irgendwie eine Gurke, eine Krücke. Und auch da muss ich einfach Spielzeit tanken. Spielen, spielen, spielen. Und mit der Zeit bildet sich dann so ein ganz klares Bild raus. Da bin ich leider jetzt noch nicht, aber es ist halt fucking FIFA. Und wenn ihr Bock auf FIFA habt, werdet ihr das spielen und wenn nicht, ist euch das jetzt eh egal, was ich sage. Aber es scheint mir tatsächlich ein gutes FIFA zu sein. Also es hat Potenzial, es macht Laune und ich werde mich nochmal bei euch melden, wenn ich ein paar Stunden mehr gezockt habe. Alles andere ist Gequatsche. So, deswegen gehe ich jetzt. Tschüss. Vielen Dank, lieber Nils. Der gute Sandro direkt an meiner Seite hat sich das auch ein klein wenig angesehen. Sandro, in einem Satz FIFA 19, geil oder nicht? Ja? Halb geil. Ey, ich sag eine Sache kurz. Das war ich gestern. Ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen skilllastiger ist und der Ball sehr nah dran ist und man sehr genau sein muss. Also die Steuerung ist sehr, sehr genau. Ansonsten, so wie Nils es sagt, was willst du denn nach 20 Minuten irgendwie da großartiges Neues erkennen? Ich hätte es geil gefunden, wenn sie diesen Battle Royale-Modus, den es da jetzt gibt, den sie neu eingeführt haben, wenn sie den präsentiert hätten auf der Gamescom. Aber nein, es war ein normales One-on-One-Match und hat sich dann auf den ersten 5 Minuten angefühlt wie FIFA 18. Und dann merkst du halt, okay, so viel hat sich dann doch nicht getan. Also was mich tierisch stört an FIFA 19, heißt es doch, ne? Ist zum Beispiel, also mir ist es aufgefallen beim Passspiel, ja, da fehlen Animationsphasen, die in den letzten 2 Teilen waren die viel besser. Ja. Ne? Da fehlen Details, die ich als Fan jetzt echt vermisse. Auch im Loch hat man, im Tor hat man gesehen, im Netz, da waren ganz viele Löcher. Im Loch! Jetzt hört doch zu, was für tolle, wichtige Vergleiche. Hey, jetzt lass dir mal ausreden. Der Ball zum Beispiel, der war letztes Mal noch, war der nicht noch viereckig? Bist du dir ganz sicher? Das war FIFA 17. Das war, ja? Ja, 18 war schon runter. Und das ist nämlich das Problem. Die müssen ständig, du musst den Ball nicht neu erfinden. Du musst den Ball ins Tor bringen. Das ist Fußball. Fußball. Simon ist Animationskonnoisseur. Er weiß ganz genau Bescheid, was Phase ist und ob Spider-Man... Frag mich doch, was zu... Wir müssen den Plan einhalten, Simon! Nein, wir haben noch so viele Spiele, die wir spielen, die wir besprechen müssen. So viel FIFA-Wissen, keiner will es haben. So, wir gucken uns jetzt nämlich Spider-Man an. Kein Bock mehr auf FIFA 19, da haben wir schon genug besprochen. So, Spider-Man und ob es cool ist, das sagt uns jetzt Sandro. Ich habe mir den höchsten, naja, fast den höchsten Punkt der Gamescom ausgesucht, hier auf der Dachterrasse, denn es soll jetzt um Spider-Man gehen und das habe ich mir jetzt erneut angeschaut. Ich hatte schon mal ein Preview-Event in Berlin, habe jetzt die gleiche Demo nochmal gespielt, um das Ganze nochmal auch ein bisschen zu überdenken, aber mehr oder weniger bleibt es bei meinem richtig guten Eindruck. Das Ganze kommt ja auch schon in 2 Wochen raus etwa, am 7. September ist es soweit. Das Ding ist von Insomniac Games, ein sehr fähiges Studio, die haben vorher Spyro gemacht, die haben Ratchet & Clank gemacht und Sunset Overdrive und jetzt machen sie halt Spider-Man. Und bei Spider-Man ist es ja so eine Sache, damals gab es Spider-Man 2, das war ein fantastischer Titel wegen der Schwingmechaniken. Und seitdem hin und wieder gab es auch okaye Titel, aber es war kein herausragender Titel. Und das könnte der nächste große werden. Und apropos Schwingmechaniken, das ist auf jeden Fall das, was richtig gut funktioniert in diesem Spiel. Genauso müssen sich diese Schwingmechaniken anfühlen. Genauso viel Bock muss es machen, sich durch Manhattan zu schwingen. Aber Spidey allein ist natürlich nicht der einzige spielbare Charakter, sondern auch Peter Parker und Mary Jane Watson. Peter Parker ist in diesem Teil 23 Jahre alt oder in dieser Geschichte, also ein bisschen älter. Es ist keine klassische Origin-Geschichte, sondern eine Coming-of-Age-Story, was sehr schön ist und mal auch ein schöner Ansatz, denn keiner will mehr hören, wie irgendwie sein Onkel Ben gestorben ist. Das haben wir zum
zigsten Male schon in den Filmen gehabt und in den Comics. Deswegen ist das schon mal ein schöner Ansatz. Genauso wie die neuen Charaktere. Denn einige wurden so ein bisschen umgeschrieben. Mary Jane Watson, die man eben auch spielen kann, ist nicht mehr eine Theaterdarstellerin und auch keine Schauspielerin, sondern sie ist diesmal Autorin und Journalistin. Und das bedeutet, dass ihr, wenn ihr mit Mary Jane Watson spielt, so Stealth-Missionen so ein bisschen macht und so ein bisschen investigativen Journalismus nachgeht. Das bedeutet, ihr habt auch eine Kamera dabei, sammelt Hinweise und das klingt alles auch sehr spannend. Das ist aber nicht das Einzige. Mary Jane Watson spielbar, aber auch Peter Parker. Bei Peter Parker ist es so, das ist eher so der Story-Part. Also da gibt es wenig Gameplay-Mechaniken. Das ist eher so, okay, du unterhältst dich halt in dem Alltag mit Peter Parker. Das Einzige, was wo es so ein bisschen herausfordernder wird, sind halt Rätsel. Denn Peter Parker ist in diesem Teil auch nicht mehr der Fotograf, den wir sonst immer kennen, sondern halt schon eine Laborratte quasi. Er arbeitet in einem Labor und da macht man halt auch so ein bisschen Rätsel und erkundet so ein bisschen die einzelnen Sachen, die man dort halt forschen kann. Aber der Großteil wird natürlich trotzdem nach wie vor Spider-Man sein. Und dort ist das Kampfsystem, ihr werdet es ja schon wissen, so ein bisschen wie bei der Arkham-Reihe, was sogar mehr Sinn ergibt, denn Spidey hat ja auch diesen Spinnensinn. Und Spidey ist einfach viel schneller als Batman. Von daher ergibt dieses Kampfsystem mega viel Sinn und fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Und ich habe da sehr wenig dran zu bemängeln. Ich glaube, da kann nichts mehr schief gehen. In 2 Wochen ist es schon soweit. Insomniac Games sind fähige Autoren und Entwickler und die haben halt auch sich ein bisschen die kreativen Freiheiten genommen, um Charaktere umzudeuten und so weiter. Das ist schon mal ein cooler Ansatz. Das Kampfsystem ist super, die Schwingmechaniken sind super. Ich wüsste nicht, was da noch schief gehen sollte. Und mir fällt es auch schwer, da irgendwie was Negatives zu finden. Deswegen freut euch auf jeden Fall auf Spider-Man. Es kommt exklusiv für die PlayStation 4. Hat auch PlayStation 4 Pro Unterstützung, wo es nochmal ein bisschen schöner aussieht. Das Ganze bleibt leider bei 30 Frames per Second, aber auch das ist auf jeden Fall ganz schön flüssig und tut dieser Optik nichts Schlechtes, sage ich mal. Am 7. September ist es soweit, deswegen holt euch das. Ich kann euch das empfehlen, da kann nichts mehr schief gehen. Und damit zurück in die Halle 7. Simon ist absoluter Animationsexperte. Ich habe hier einige Animationen gesehen, die nicht realistisch sind. Oh. Ist das so? Nein, ich frage mich die ganze Zeit, Spidey ist ja ein netter Kerl, der tötet ja nicht, der passt ja auch bei den Schlägen auf, dass er eben nicht mit voller Härte zuhaut. Der haut ja quasi, Spider-Man kämpft nie gegen Menschen mit voller Stärke, weil die sofort, der würde das Gehirn inklusive Rückgrat, bam, würde... Ja. Auf das den auch, Mars fliegen. Das wäre aber auch ein ganz geiles Spiel, so von Bethesda oder so, von id Software. Oder einmal die Stärke. Ja. Splatterman dann quasi. Ich habe es übrigens auch gespielt, die cool, Demo. Bitte. Ich habe mich noch reingeschlichen gestern quasi und konnte sie auch dann ausprobieren. Ich kann deine Meinung im größten Teil teilen. Spider-Man war nie mein Lieblingscharakter in Spiel und Comic. Also ich habe die zwar immer ganz gern. Hier mal ein Film, da mal eine Zeichentrickserie, aber für mich waren eher andere dann vorne dran. Und also zu dem Spiel, der Unterschied ist wirklich Insomniac. Ne? Weil all das, was ich in diesem Spiel gesehen habe, ob vom Kämpfen her aus, vom Schwingen hier und da, das habe ich vor 10 Jahren gesehen, das habe ich vor 20 Jahren gesehen. Nur Insomniac macht den Unterschied. Sie haben eben die Hochbudget polierte Version von dem Spider-Man-Spiel dann dargestellt und da sieht man, was der Unterschied daneben ausmacht, für was ich dachte schon enorm ausgelutscht ist. Ich konnte nach den letzten Spider-Man-Titeln eigentlich keine Spider-Man-Spiele mehr sehen. Ich werde ihm eine Chance geben, weil ich in Insomniac vertraue. Mir war es ein bisschen zu viel Gekämpfe, muss ich dann sagen. Das würde ich gerne unterschreiben. Ja. Was ich sehe, ist immer sehr viel Gekämpfe. Ja, es kriegt dann eben sowas Redundantes, es wiederholt sich halt dann endlos, da kommen wieder 12 Leute. Aber deswegen ist es ja eine schöne Abwechslung, dass man halt noch 2 andere Charaktere hat, mit denen man ein bisschen anderen Stuff macht. So. Ich spreche aber über die Demo jetzt hier und die Demo war eigentlich, du bist in den Hochhaus hochgegangen, hast Leuten ins Gesicht getreten oder du hattest viele Optionen, wie du das machen kannst und hier eine Kombo und da mit dem Spinnennetz was machen, da einen Gegenstand greifen, rumschwingen. Die Optionen sind da, nur in der Demo hattest du eben Kampf auf Kampf und ich glaube auch, im eigentlichen Spiel lieber anders sehen. Ja, ich glaube, es steht und fällt auch mit der Spielwelt, also ob Manhattan lebendig ist und was man da halt noch so alles machen kann, denn sonst bringt es halt auch nichts, wenn du einfach nur von Mission zu Mission rennst. Ja. Was ist dazwischen? Das darf nicht nur ein reines Actionfest sein, es muss auch irgendwie eine Story bieten, es muss an die heutigen Superheldenqualität auch angeschlossen werden, die Filme bieten. Jetzt habe ich eine Frage, die auch damit zusammenhängt. Ich meine, ich mochte Peter Parker immer sehr, weil er halt so ein junger Kerl ist, noch relativ flapsig, als Spider-Man dann eben auch mal einen lustigen Spruch. Er will, wie gesagt, niemanden töten, das finde ich auch immer sympathisch. Hat man davon irgendwas gemerkt? Waren die Dialoge gut? Ja. Hatte man das Gefühl, dass man eben den Spidey, den man kennt, spielt? Oder ist es
der Humor schon auch immer noch drin. Ja, aber sind die Sprüche gut, halt oder? Nicht jeder Spruch. Nee. Ja, das habe ich also, nämlich befürchtet. Es ist, nee. Es ist ihr Spinner, es euch knüpfe ich mir noch vor. Ja, es ist genau so ist es. Nein. Es ist schon besser als bei den letzten Sachen, aber da, wie gesagt, da vertraue ich auf Insomniac, dass sie zumindest da den Charakter treffen. Ich bin interessiert zu sehen, wo die Story hingeht und wie das ist. In den letzten Spielen war es ja so eine Flapsigkeitsmaschine. Ne? Du hast gekämpft und im Hintergrund ist quasi dann Best of Peter Parker, Philips Asmus in CD abgelaufen. Ja, das waren auch immer die gleichen so. Das hat immer ja, das ist scheiße. Aber ich will schon jemanden, der auch auf die Spielszenen so ein bisschen reagiert. Der gerne auch mal einen Spruch bringt, der eben bringt. Der das so ein bisschen zusammenhält. Wisst ihr, was ich meine? Boah, ich also wenn ich 12 Leute erledige, dann will ich einen coolen Spruch, der irgendwas mit einem Dutzend zu tun dürfen hat. Wir, oder so. Das dreckige Dutzend oder so. Keine Ahnung, das ist ja nicht mein Problem. Ich schreibe die Dinger nicht. Dürfen wir Sony eine deutsche Synchroversion mit Philips Asmussen haben, der die Sprüche macht von Spidey? Ja, das wäre schön. Meine Frau hat so ein Spinnennetz. Meine Frau, die spinnt, habe ich euch von meiner Frau erzählt. Ja, die hat 8 Beine und 8 Augen. Wie viele Augen haben... jetzt werden wir zu... Es wird das, zu tief. Ja, da kommt das tiefgängig. Meine Frau, die spinnt. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der... Ja. Egal was. Der nicht so viel Bock auf das Spiel hat. Echt? Echt? Weil es mich sehr stark an Batman erinnert. Ja, also ist vom ja auch. Es ja auch mehr Sinn. Und ich hab 3 Batman-Spiele gespielt, die ich alle cool fand. Ja. Und ich habe jetzt echt, ich bin echt richtig satt jetzt. Ja, okay. Ich bin mega satt von Batman. Das verstehe ich. Und das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich keine Ahnung. Es sieht unglaublich schön aus. Und ich werde es mir auf jeden Fall mal ansehen, wenn du das dann wahrscheinlich bei uns spielen wirst oder irgendjemand anders. Und ja, keine Ahnung. Ich werde mich mit dem Flow treiben lassen. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der am 7. oder wann kommt das raus? Am 9. September? 7. September, im September im Laden steht und sich das direkt am ersten Tag holt. Ob das jetzt... Ist ja auch legitim. Das ist vollkommen legitim, ja. Ob Hitman 2 legitim ist. Das... Überleitung, ja? Nicht, komm. Ja. Ob Hitman 2 legitim ist, das weiß ich nicht, aber ich kenne jemanden, der das weiß. Das ist der gute Sandro hier. Der gute Sandro hat sich Hitman 2 angesehen und was er dazu zu sagen hat. Das sagt er uns. Yes. Alter, was? Zufälle. Unfälle. Zahllose Möglichkeiten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufeinandertreffen. Agent 47 ist zurück und das in einem neuen Zuhause, denn er ist nicht mehr bei Square Enix, sondern bei Warner Brothers. Das bedeutet aber nicht, dass sie einfach drauf scheißen, was sie 2016 gemacht haben, sondern IO Interactive kann genau dort weitermachen, wo sie mit Hitman 1 2016 aufgehört haben. Und genauso fühlt sich das an. Ich bin ein großer Fan von Hitman, vor allem von dem 2016er Spiel. Und Hitman 2 spielt sich genauso. Es hat unfassbar viele Möglichkeiten. Ich habe eine kleine Demo gespielt in Miami. Das bedeutet, Hitman ist in Miami und muss 2 Fahrer, beziehungsweise einen Fahrer und einen Chef des Teams umbringen. Und dann hast du halt 6 unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Also es gibt für jede Person 3 Möglichkeiten, ihn irgendwie ganz Hitman-like umzubringen. Natürlich kommt es wieder viel auf Stealth an, aber was am krassesten ist an diesem Spiel, sind halt diese Möglichkeiten darüber hinaus. Also es ist nicht so, dass es einfach nur diese 6 Möglichkeiten gibt und dann wählst du eine aus und machst es irgendwie. Sondern diese Welt ist auch richtig, richtig voll und du musst gucken, wie du halt auch VIP-Passes bekommst, damit du bestimmte Eingänge bekommst, dass du Schlösser knacken kannst oder aber, dass du irgendwie neue Schlüssel bekommst, um neue Wege dir zu erschließen. Und das hat mich schwer beeindruckt, weil diese Welt und diese Rennstrecke unfassbar glaubhaft ist, denn da sind unzählige Leute, es ist eine richtige Rennstrecke, ein richtiges Rennevent dort in Miami eben und da rennen irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Leute rum. Und du mittendrin musst halt versuchen, dich irgendwie ein bisschen durchzustealthen, kannst aber auch ein bisschen aktiver, also ein bisschen angriffslustiger sein, das ist alles dir überlassen. Und diese Möglichkeiten sind einfach der absolute Wahnsinn. Das war bei Hitman 1 schon krass und bei Hitman 2 setzen sie da nochmal einen drauf. Und deswegen bin ich richtig, richtig froh, dass sie dort quasi weitermachen, wo sie mit Hitman 1 aufgehört haben. Und das schon 2 Jahre später, denn Hitman 2 kommt am 13.11.2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ersteindruck und muss sagen, das ist einer der besten Titel, die ich bisher gesehen habe auf dieser Gamescom. Und bin mir ziemlich sicher, dass es eine unfassbar sichere Nummer ist und sehr, sehr viel Spaß machen wird. Oh, sehr gut. Da freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du gesagt hast, dass das schön wird. Was ich nicht erwähnt habe, das sollte ich noch erwähnen,
man kann alle Missionen, die man in Hitman 1 gespielt hat, dort auch spielen. Ja. Es wird nämlich die World of Assassination geben. Über den Namen müssen wir meiner Ansicht nach noch reden. die so ein bisschen als Plattform dienen soll für, wie Gesandro gerade schon richtig gesagt hat, die Missionen aus Teil 1, die neuen Missionen und eventuell, je nach Rechteverwertung, weil die ja Rechte irgendwo liegen, eben auch andere Missionen, ältere Missionen. Meinst du, das ist unklar. Aber es wird auf jeden Fall die alten, die neuen und alle kommenden geben, auf dieser einen Plattform. Meinst du, dass es ein Überbleibsel ist? Also es wird ja ein Spiel sein, wo die Sachen schon drin sind. Es ist ja keine Episoden mehr, so wie vorher. Mhm. Wenn es noch bei Square jetzt liegen würde, dass das Season 2 wäre, das wäre ja auch wahrscheinlich dann alles in ein Spiel reingekommen. Ja. Ne? Vermutlich, und, ja. Und jetzt das wird es hängt damit zusammen wahrscheinlich. Ja. Ja. Das stimmt natürlich, ja. Ja, es ist so oder so krass, dass eben dass die Entwickler diese Marke geschenkt bekommen haben. Voll. Das passiert selten. Aber sie bauen sogar diese Episoden auch noch aus. Also ja, da kommen nochmal neue Möglichkeiten dazu. Die Grafisch Features quasi überarbeitet. Kannst du auch rückwirken. Das ist mega. Das ist cool. Also es gibt immer, kurze Erklärung, weil uns wurde das auch, ist halt ein bisschen komisch, die alten Missionen mit neuen veränderten Features, aber ein Beispiel wurde uns genannt, zum Beispiel kann man sich jetzt in irgendeinem Grasbüschel verstecken, vielleicht hat er ein Grasbüschel dabei und läuft dann rum, ich weiß nicht. Bugs Bunny hat es auch hingekriegt. Yes, in der Grasbüschelfarm. Genau. Und die kannst du jetzt aber auch in alten Missionen noch machen, wo es das vorher nicht gab. Also das führt dann dazu, dass man die alten Missionen, die man vielleicht lieb gewonnen hat und in allen Varianten schon durchgespielt hat, eben nochmal spielen kann, mit einem neuen Twist. Ja. Ich finde es cool, weil mir hat Hitman immer sehr gefallen und dass es nicht finanziell funktioniert hat, finde ich sehr schade. Ja, und sie nehmen sich aber auch nicht zu ernst, das ist auch so schön. Ja, wie man an diesem Kostüm sehen kann. Ja, Peacock und so, es gibt noch mehr Gags drin im Spiel, ja. Das Einzige, was ich sagen würde, mittlerweile, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du teilweise, wenn du dann die Welten präsentiert bekommst, dass eventuell ein kleines bisschen vorhersehbar wird, weil ich sehe diese Rennstrecke und ich weiß schon, Rennfahrer Hitman Klon 2. Kommen Sie bitte kurz vorbei und dann kannst du den mit dem Auto überfahren am Ende. Oh, es ist eine Modenschau. Was würde da wohl passieren? Ich als jemand, der sich als Leute verkleidet. Das Spannende daran ist aber, dass du ja jetzt nur eine Lösung im Kopf hast, läufst du vielleicht lang und jetzt, ey, Moment, der isst da Suppe, vielleicht könnte ich die Suppe, oder du siehst ihn ja unter der riesen Disco-Kugel. Gut, okay, ist eine Rennstrecke, aber vielleicht ist da auch eine Disco-Kugel. Ja, ist tatsächlich, oben gibt es eine Party auf dieser Rennstrecke. Das ist so Disco-Kugel. Eine Disco. Ja, das ist nicht indikativ. Natürlich hat man nicht tausende, aber sehr, sehr viele Varianten, wie man es machen kann. Nur ich habe dann sofort gleich einen Lösungsweg im Kopf, sobald ich das sehe. Ist so. Ja. Aber du musst ihn ja dann auch noch auslösen. Das ist ja dann oft schwerer als gedacht, weil du hast oft mehrere Hürden davor und musst bestimmte Leute töten oder irgendwie sonst. Um die Ecke denken einfach. Was passiert, wenn ich das brennen musst du. Oder so. Was passiert, wenn ich das und das mache und so. Da muss man schon sehr viel auch nachdenken. Und das alles auch in einer bestimmten Zeit. Also bei dieser Rennstrecke war es jetzt so, dass man 20 Minuten Zeit hatte oder so, bis dieses Rennen vorbei ist und bis sie dann in einer abgesicherten Zone sind. Und dann kann Hitman halt nichts mehr machen. Selbst Hitman nicht mehr. Selbst Hitman ist da chancenlos dran. Alles klar, das war's zu Hitman 2. Und jetzt würde ich sagen, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Lasst uns noch eine offene Runde machen. Ich glaube, der ein oder andere hat sich noch das ein oder andere Spiel angesehen, das vielleicht hier noch nicht besprochen wurde. Ich weiß nicht, Gregor, du hast gesagt, dass du das ein oder andere Mal auch unterwegs warst. Ja. Bitte erzähl uns doch, was für ein Spiel du dir heute angesehen lustigerweise hast. Lustigerweise, das beste Spiel auf der Gamescom, Zwinker Zwinker, habe ich gesehen, nicht auf einem Termin, sondern ich habe mich im Showfloor einfach reingezweckt. War Fist of the North Star. Oh, cool. Das haben wir bei Game Talk schon mal ganz kurz besprochen. Erzähl uns doch ganz kurz, wie deine Eindrücke von der Spielstation waren. Ja, würde ich auch sagen, also Leute ab 18, weil das Spiel natürlich auch sich an Erwachsene richtet, da gibt es auf der Sega-Booth, kann man das ausprobieren, sind ein paar Stationen aufgebaut und da war ein späterer Bereich, wo man schon einigermaßen aufgelevelt ist, sich in dieser Stadt, in diesem Lost Paradise dann umherbegeben hat und da Missionen gemacht hat. Es ist eben ein Game von den Yakuza-Leuten, nur mit einem fetten Anime-Splatter on top. Ne? Und die ganz verrückten Sachen, die du erwähnt hast, Elias, mit dem Kampfsystem, wo da so die Comic-Anzeigen sind, wow, great, und die dann greifen kannst und mit den Wörtern die Leute kloppen und alles. Ich habe ein paar Minigames gespielt, ja, ich war der Chiropraktiker des Todes, du kannst dort Doktor spielen, aber nicht hier auf die Art, wie du denkst, Elias, sondern du gehst da hin und sagst, hey, ich habe hier die Finger des Todes, aber wenn ich sie anders einsetze, sind das auch die Finger des Heilens. Hey. Ja? Und du wirst in einen Raum gepackt, da sind lauter tollwütige Punks, aber auch Leute, die Ischias-Probleme haben. Ne? Und, okay. dann kommt Beethovens 9. Musik und da musst du rhythmisch Knöpfe drücken und parallel immer zum Rhythmus Leute mit Akupressur heilen und die anderen umbringen. Das parallel. Ist ein Spiel? Das ist ein Minigame. Jetzt wirklich? Da drin. Ja. Es gab auch Hostessen-Minigame, wo man auch in der Endzeit wollen Punks gerne bedient werden und das ist ähnlich zu dem wie bei Yakuza, da muss ich meine Girls managen und sagen, oh, der will lieber eine, die redet oder der will eine Blonde haben, da muss ich die anpassen. Du bist wie so ein Trüffelschwein für besonders bizarre Gameplay. Das ist recht unterhaltsam. Ja, aber wie findest du sowas? Ich hab sehr viele Stunden darin investiert. Man muss dazu sagen, dass das auch die Yakuza-Entwickler sind. Das sind die Yakuza-Entwickler, genau. Da kommt's her. Deswegen halt auf die ganzen Minispiele. Ja, klar. Sehr, sehr erkennbar, vor allem, weil die Soundeffekte, die Menüs, das ist alles so vertraut.
Soundcloud, ich höre die Soundeffekte und den Klang da und es sind im Japanischen auch die gleichen Sprecher. Das Einzige, was man sagen kann, technisch ist es nicht auf dem Niveau von modernen Yakuza-Spielen, weil es die alte Engine verwendet, die noch auf PS3 und PS4 lauffähig ist. Cell-Shading drüber, damit es ein bisschen besser aussieht, aber es lässt sich nicht mit einem modernen PS4, Xbox One X-Titel vergleichen und auch nicht mit den aktuellen Yakuza Kiwami 2 oder Yakuza 6, die eine neue Engine haben. Wenn man sich daran gewöhnt, hat man ein abgedrehtes Sandbox-Prügel-Splatter-Game mit lustigen, abgedrehten Minigames, mit vielen Entscheidungen, einer Wasteland-Open-World, wo du herumfahren kannst, Schatz suchen, die du machen kannst, Rennen gegen Punker und alles splattert und explodiert mehr als im japanischen Original. Fantastisch. Ich habe mir auch noch mal zwei kleinere Titel bei Devolver angesehen. Und zwar, da wollte ich auch noch hin. Hast du das Grid gesehen? Grid habe ich leider nicht gesehen. Ach, nee. Ich habe mir aber My Friend Pedro angesehen. Ah, und das ist ziemlich abgefahren. Das ist von einem einzigen Entwickler, der früher bei Media Molecule war, also die Tearaway und Little Big Planet Entwickler. Und der hat jetzt ein komplett absurdes Spiel entwickelt in der kompletten 2D-Perspektive. Ich weiß nicht, ob wir hier ein paar Bilder einspielen können. Da spielst du so eine Art... Da spielst du einfach so eine Art Dude mit zwei Waffen und du versuchst, die Bullet Time zu aktivieren und während der Bullet Time spielt klassische Musik. Und das warum ist da eine Banane? Und dein, warum nicht? Weil Banane, das ist Pedro und das ist dein Freund und er versucht dich so ein bisschen durch diese Spielwelt zu begleiten. Und das Ding ist, dass sie versuchen mit Bullet Time verschiedene Rätsel dich mit Rätseln zu konfrontieren und so verschiedene Style-Actions triggern, ja, die du dann während des Spielens halt... Ey, für sowas liebe ich Devolver Digital, die machen einfach nur so einen Kram. Also die nehmen wirklich nur Spiele, die nicht normal sind und mindestens ein Feature haben, was, glaube ich, so noch nie gemacht wurde. Ich fand das ganz interessant. Es hat sich sehr, sehr, sehr clunky... Es hat sich sehr clunky gespielt, nicht wirklich flüssig und smooth, aber trotzdem hat es schon direkt Spaß gemacht. Da hast du schon sofort gemerkt, dass das Ding so ein Stück weit Charakter hat. Es bleibt dir auch wieder im Gedächtnis und weiß einfach, was es will. Es ist jetzt nicht das krasseste, polishedste Spiel aller Zeiten, aber es hat unendlich viel Charme, es ist witzig geschrieben und die einzelnen Rätsel gepaart mit der Bullet Time sind schon tatsächlich ganz, ganz interessant. Und ein kleines Spiel noch, bevor wir zum Ende kommen, nennt sich Gris. Gesundheit. Danke. Das habe ich übrigens gemeint, nicht Grid. Gris, das habe ich mir angesehen. Sieht wunderschön aus, hat Versatzstücke von Journey, soll die Atmosphäre von einem Limbo einfangen. Und das in einer wunderschönen malerischen Spielwelt. Du hast da eine Dame, die du steuerst, du hast keine Ahnung, was abgeht. Sie wollten mir auch nicht großartig erzählen, worum es da genau geht. Aber du hast eine Art Plattformer-Spiel, wo du von links nach rechts gehen musst. Du hast verschiedene Rätsel, die aber nicht wirklich im Fokus stehen. Viel wichtiger ist die Musik, die Atmosphäre, dass da eine besondere Story erzählt wird. Das war den Entwicklern wichtig, die mir das nochmal ganz kurz erklärt haben. Und so dann nochmal ein Spiel rausgehauen wird, das dann nochmal eine kleine Marke setzen kann, das sowohl für die Switch als auch, glaube ich, für den PC erscheinen wird. Unheimlich nette und tolle Entwickler, die mir das dann nochmal, die dann an meiner Seite saßen und mir dann nochmal genau erklärt haben, was sie da genau mit Gris machen wollten. Bevor du jetzt gleich abmoderierst, ich weiß, du hast schon innerlich, ist die Kette schon am Rattern. Sie ist am Rattern. Die Zugbrücke wird hochgefahren. Machen Sie, beeilen Sie sich. Ich schaffe es nicht mehr. Ich versuche noch. Einfach. Ich will kurz noch die Indie-Szene hier loben. Da gibt es so eine Indie-Arena. Indie-Arena mit über 80 Spielen. Ja. Okay, ich will es noch mal sagen, weil da sind auch echt abgefahrene Sachen. Ich habe so ein Tower-Defense-Spiel gesehen, was mit durch Tippen funktioniert. Also du tippst Wörter und dann wird irgendwas geliefert und dann baut sich da die Mauer auf, während die Vasallen irgendwie rein wollen und so. Und dann habe ich so ein geiles, also es gibt unglaublich geile Minispiele, die man so one-on-one spielen kann. Ich habe so ein Spiel gespielt, auch dieses klassische zwei Mannequins auf irgendeinem Areal, 2D, können hüpfen, wallriden und so weiter und können sich abschießen. So. An sich Standard, kennt man ja aus tausend anderen Sachen. Wenn aber die Kugel jetzt in die Nähe des anderen kam, dann wird sofort Slow-Mo eingesetzt. Das heißt, in dem Moment kann der andere quasi noch ganz schnell so ausweichen und quasi die letzten Sekunden noch nutzen. So ein geiles Spiel. Und sowas gibt's dann nur. Sowieso, geiler Shit auf der Indie Arena. Mein absoluter Lieblingsstand auf dieser Gamescom. Ja. Weil die stehen auch abends und alle mit einem Bierchen da, haben Bock auf das, was sie machen und präsentieren halt ihre Spiele, die alle so liebevoll sind und alle so kreativ sind. Es sind 86 Titel, ist die Ursuppe der Gamescom, da fängt's an. Die Leute, die da heute performen, die sind übermorgen, sind die bei EA oder so. Ja, letztes Jahr war Frostpunk da. Wurde ja dann richtig groß. Ja, das ist... Ihr habt die schon 7 Überleitungen wieder kaputt gemacht. So, es geht nicht nur um dich und deine Überleitung.
What? Hast auch wieder recht. Hier geht es vor allem um viele, viele andere Sachen, wie beispielsweise Game 2, Dosenbeats und vieles, vieles mehr, das ihr heute noch auf Rocket Beans TV sehen könnt. Das heißt, dranbleiben, Spaß haben. Morgen gibt es dann nochmal viel mehr Programm hier von der Halle 7. Wir werden Verstecken spielen. Hier gibt es nochmal ein großes Quiz. Cool. Hier gibt es ein großes Quiz mit Lars. Eine Leiche im und dann Jahr wird nochmal hier die komplette Bude abgerissen und dann nochmal Tschüss gesagt. Wir sagen jetzt fürs Erste heute Tschüss. Viel Spaß mit Game 2 und Dosenbeats. Bis bald. Tschö.